sind zurück zu Uncharted 4. Wir sind der Polizei entkommen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine die Frau, die... Die war... krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Müssen Sie sich irgendwie alleine durchschlagen jetzt? Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan? Vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier, ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Warum glaubt es, Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt? Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Okay, jetzt wissen wir, wo er seinen Namen hier hat. Eigentlich nicht sein richtiger Name. Sein Name ist eigentlich Nathan Morgan. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker. Abenteurer. Hauptsächlich Diebe. Au! Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber es war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Sally? Na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Viele Cutscenes gerade. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße.
wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, 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 und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Bin gespannt, ob meine Frau auch so gut klettern kann. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Wir Kapitel 17. In guten wie in schlechten Tagen. Die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Leif dein Bruder. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Sieh mal. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir... noch herausfinden. Ja, da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Ja, warte mal, vielleicht können sie hier hochspringen. Komm her. Nate, hilfst du? Ich stehe doch schon da, Mensch. Hey, los! Ja, hier. Klettern kannst du schon mal. Eine zweite Laura vielleicht. Die Richtung normal müsste das Auto irgendwo stehen. Na komm. Elena. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschubfluss aufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Okay, schauen wir mal hier hoch. Dann müssen wir hier runter, naja, hier runter sterben wir wahrscheinlich. Oder kann ich ins Wasser springen? Wahrscheinlich sterbe ich wieder, wenn ich da reinspringe. Ah, war klar. Das war wieder klar. Gehen wir mal hier entlang. Ich glaube, das wird sich aufs Gleiche rauskommen wahrscheinlich. Okay. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschubfluss aufwärts gebracht. Ja, gut. So, wir kommen jetzt darüber. Wie kommen wir jetzt darüber?
Gibt's doch keinen Kletterpunkt oder sowas. Ah, ich habe da eine Leiter gesehen. Oh. Okay. Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Tja, was meinst du? Wo lang? Ah, sehen. Gehen wir hier entlang. Komm mal hier hoch. Na. Das ist zu hoch. Wir müssen woanders lang. Okay. Gehen wir hier entlang. Es muss hier doch etwas geben. Ja, da geht's nochmal hoch, aber da kommen wir ja nicht hoch. Kann ich irgendwie die hier... sagen, dass sie hochspringen soll. Ah, den Baum vielleicht oder so. Hier drüben. Sie weiß wieder besser Bescheid wie ich. Ach, die Leiter. Genau, die habe ich vorher gesehen gehabt. Na bitte, da kriege ich dich hoch. Super. Meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Hey, hier oben ist ein Weg. Ja, schön für dich, dass da ein Weg ist. Wo sehe ich aber keinen Weg. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Yep. Hey, ich habe hier was. Warte. Vorsicht, da unten. Genau, jetzt kann ich das Ding bestimmt hierher schieben. Danke. Hier war die Feuer hoch. Bestimmt da rum. Hey, guter Sprung! Nicht schlecht, was? Super, so eine Frau zu verarschen. Gott. Los, wir sehen uns drüben. Alles unter Kontrolle. Versuch hier hochzukommen. Ja, ja, verstanden.
So, jetzt hoch da. Hey! Nate? Kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob der jemand... Oh, wow. Funktioniert. Wir sehen uns einfach oben. So. Okay, meine lieben Freunde, wie es dann hier weitergeht und ob wir das zum Auto schaffen, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bleibt dran, es ist spannend. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder auch einen Daumen nach oben, würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal.